Na dann, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur Rückrunde der FIFA 15 Shot Liga. Unten seht ihr die aktuelle Tabelle. Wolf auf Platz 1 mit 6 Punkten und 8 zu 3 Toren. Auf Platz 2 der Freddy mit 6 Punkten und 4 zu 6 Toren. Freddy hält die Schnauze, wenn ich rede. Halt die Fresse, ich bin am Spielen. Dritter Mario mit 3 Punkten und 5 zu 6 Toren. Und auf dem Schlusslicht, mit dem ich am allerwenigsten gerechnet habe, Chris mit 3 Punkten und 3 zu 5 Toren. Aber das war wieder so eine Glückschance, ey. Und jetzt geht es los mit der Rückrunde. Mario hat gesagt, jetzt kommt die Destruction. Gucken wir mal, ob er das macht oder nicht. Es kommt eine Destruction, auf welcher Seite, ist die Frage. Okay, und Neuer hat Interesse. So, gut Holz, viel Spaß. Du kriegst ja, aufbauen. gib ihm, komm. Mhm. Chris fängt schon wieder so an, ey. Attacke, meine Damen und Herren. Attacke! Ah ne, das sind die Franzosen. Ah, wir sind ja beide französisch. Attaque! Gerade. Gott, wenn ich den deutschen Sturm schon wieder sehe, dann habe ich Angst. Boah, Luris. Ja, der Schuss war nicht perfekt. Ich würde so lachen, wenn Freddy. Also Chris, ich erwarte jetzt schon mal einen Sieg von dir, ne? Fresse, Freddy, du machst das. Ja, oh was? Was? Also Mario, eigentlich solltest du auch gegen Freddy sein, weil Freddy gewinnt. Nein, ja, ich will das, Freddy. Ich will einfach nur, ist mir auch scheißegal, wo ich stehe. Ich will einfach nur, dass du nicht gewinnst. Okay. Das ist mein Hauptziel hier heute. Na, ist mir scheißegal, wo ich lande. Was ist denn das hier eigentlich für ein Rassismus? Das ist doch kein Rassismus. Doch, das ist Wolf-Rassismus. Nein, ich will einfach nur, dass du nicht gewinnst. Ja, eben. Das ist kein Rassismus. Alter. Und oh! Ich wollte gerade sagen, dafür kriegst du jetzt erstmal einen rein, aber. Also Glück gehabt, ey. Ist OP, ja. Ich komme gerade nicht klar auf Deutschland. Wie OP ich bin, habe ich gerade gegen Freddy gesehen, ey. Das reicht, dass du OP gegen auf mich den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird, sage ich da nur zu, ey. Das nennt man aber dann ist nicht Deutschland OP, dann bin nur ich gegen dich OP. Ich glaube, Freddy ist ein bisschen mit Belgien einfach OP. Oh! Da steht ja so frei, der Müller! Abwehr! Was ist los mit euch? Wenn dich deine eigene Medizin mal gegen dich an, Chris, ey. Nur Fernschüsse. Fokus! Jetzt. Leute, Fokus! Konzentriert euch! Konzentrationiert euch! Oder wie es auf Chilenisch heißt. Oh, gelb-rot, oder? Hat der nicht schon gelb? Jawohl, zwei Strafshots und jawohl! Los! Jawohl! Für wen? Für Chris? Der hat wieder gelb! Ihr habt doch gerade erst angefangen! Chris, warum hast du gegen uns keine rote Karte? 25. Minute sind wir. Was ist denn da los, Chris? Echt mal! Ja, ist ein gelb-rot. So viel Rocket League, ich hab's doch gestern angekündigt. Ja, ich dachte mir schon, Moment, hat der nicht schon eine Karte, ey? Weißt du, gegen mich? Du sollst mal trinken, Alter. Aber nicht gegen mich. Ja, okay. Bist du fertig? Ja. Ist heute einfach nicht mein Tag. Sorry, ich hab's. Was geht eigentlich mit Deutschland ab? Mein Mittelfeld, das ist immer gegen den. Alter, Götze, dein Ernst? Spielt zwei Pässe, mein Fünfer Mittelfeld ist einfach weg. Und Golazzo, ja. 1 zu 0, babam. Na klar, Freddy, ey, was ist das? Jawohl, ich halte das Unentschieden, Freddy, ich halte das Unentschieden. Was ist das für eine Liga, Alter? So, ja, da habe ich meine Taktik genutzt, die Seite mit dem Rot-Gelb-Rot rausgeflogen, dann habe ich eine Flanke reingeschlagen und Loris ist auf dem Kopfball. Schöne Idee, Junge, schöne Idee. Dafür habe ich den kopfballstarken Benteke. Und warum hat der Götze kein... Marcelo! Interesse? Keiner hatte Interesse gerade. Muss Chris schon auswechseln, weil seine Abwehr nicht mehr steht. Das war auch noch ein Verteidiger, ach du Scheiße. Ja, Sanja. Oh, was macht er denn, Alter? Götze hat erstmal Bock auf Seitfalls hier in die Luft. Oder war das ein Verteidiger oder war das ein Rechtsverteidiger? Was machst du da gerade? Ja, war Rechtsverteidiger. Was ist das? Was machst du denn da? Keine Ahnung, ich suche Rüdiger. Rüdiger. Aber Rüdiger, Junge. Miese Taktik, Chris. Martin, der eh nicht spielen darf, wechselst du. Rüdiger hat Bock. Da ist kein Mensch in der Mitte, wetten. Dachte mir schon. Der Abwehr kann man das nicht so sagen. Ach was? Wieso denn? War doch noch am Ball, ey. Scheiß Vorteil. Oh. Abseits? Nein? Nein. Okay. Komm mal, einer von hinten angelaufen. Ja, der Kleinste. Der Kleinste! Hä? Marcelo Diaz! Der kann. Hä? Marcelo Diaz macht das 1-0, der Hamburger Junge auch noch. Vor allem, du hast auch gedacht, der geht daneben, Alter. Natürlich, ich hab nicht mal gedacht, dass der da rankommt. Bin ich verwirrt, hast du das? Neuer, was ist das denn? Ball, ich bin behindert. Was ist das, Neuer, der muss nur hinspringen.
Ist das schlecht, ey. Mario kann die Liga durchaus ausgeben. Das ist lächerlich. Chris, du musst gegen Friedi ein Tor schießen, da haben wir alle 6 Punkte. Ja, das stimmt. Nee, wenn Chris ein Tor schießt, dann hat Chris 2 braucht. Wenn Chris ein Tor schießt, hat er erst 4 Punkte, ich führe schon. Der kleinste Mann auf dem Feld macht das. Also damit hat ja gerade keiner gerechnet, glaube ich. Oh Gott, wir sind bei 100 Grad, meine Damen und Herren. Mindestens. Das geht so immer so schnell. Oh, 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 okay, und der andere. Aber der Freistoß ist ein geiler. Haben alle Desinteresse hier heute, ne? Hammer. Was war das für ein fucking Tor? Das war echt also super seltsam. Ich sag ja, die Saison, die Liga ist super seltsam, Mann. Also ich finde sie eigentlich ganz witzig. Ja, ich find's auch witzig, aber jetzt muss Chris auch ein Tor schießen. Noch 2. Nein, das, ja, wollte ich gerade sagen. 1 reicht ihm ja nicht. Oho. Fuß. Ey, Hinder! Oh, bravo. Den hättest du kriegen können. Ecke ist scheiße. Oh, bravo. Hast du gut gemacht. Bravo. Hauptsache Neuer hatte echt keinen Bock, ey. Das hat mich fertig gemacht. Maximal ist das Interesse. Oh, warum hab ich denn nochmal gepasst? Schweini! Oh! Den hab ich sowas von drin gesehen. Der war nicht schlecht, oder? Ich dachte, den hab ich sowas. Erinnerst du dich an das Tor von Berami, was ich gegen dich geschossen hab? Ja. Chris, ich dachte, oh, das war aber echt haarscharf, ey. Der Schweini. Scheiße. Ich dachte, der ist durch und ich kann nochmal passen. Mensch. Ja, ich dachte auch, ich hatte auch Angst, dass ich faule mit. Kostschweini hat ja auch schon gelb. Schweini hat krass. Der hat auch schon gelb? Alter, Chris ist der übelste Raudi, ey. Ja, vor allem gegen mich spielt er voll fair, ne? Da hat er eine gelbe Karte gesehen, mehr nicht. Alter, warum ist der Vargas so schnell? Hat der nicht schon gelb? Hat der nicht schon gelb? Nein. Nächste gelbe Karte für Chris. Alter, Chris, du hast gegen mich nur eine gelbe Karte bekommen. Warum holst du die jetzt alle um? Nein, ich mache immer solche Hacken. Also ich drehe mich immer auf der Stelle. Chris geht immer von hinten rein. Suck it! Heilige Fresse! Dass der Junge gerade mit offenem Mund da saß, sagt alles über das Tor! Oh! Alter, meine Freischüsse kommen so gut heute, wenn da Loris nicht drin stemmt. Leck, Alter! Unter die Latte gezwirbelt, ey, das kannst du dir nicht geben. Oh, schön, Junge, schön machst du das. Okay, zweite Halbzeit. Der Reus hat heute Bock, Alter! Nein, oder? Darauf stoßen wir an, ja? Komm. Darauf stoßen wir an. Cheers. Cheers. Oh, Chris, wen bringst du denn jetzt in Tipp? Ja, für Valbuena. Boah, war das ein Traumtor, ey. Ohne Witz. Nein. Zweiter? Ja, okay. Nein, ich ja, klar, hau rein. Ich hab kapiert. Ich hab gerade gedacht, was machst du denn jetzt? Aber ganz ehrlich, Chris hat jetzt schon so viel Schiss. Er hat Chris, boah, ey. Das war mindblow, Alter. Jetzt, was machst du, wenn sich jetzt einer verletzt bei dir? Spiel ich halt zu 10 weiter. Du meinst zu 9? Was macht er? Hüpft daneben, läuft. Wolf, wer war der Torschütze? Reus. Reus hat den gemacht. Reus hat, aber überhaupt allgemein hat er ziemlich Interesse heute. Das war ein Foul. Geh, ey. Hallo? Das ist ein abgefälschtes Ding, Alter. Jetzt macht er nur aus der zweiten Reihe oder was? Das war auch ein Foul. Das war ein Foul. Nee, das war ein Zweikampf. Chris, du musst mal deine Brille abnehmen, deine blaue. Ach komm schon, lauf halt neben dem Ball her, ey. Dreh dich einmal um den Ball rum und dann lass ihn weiterlaufen. Was, wie kommt denn der da durch, ey? Der macht nicht mal irgendwelche Tricks, der... Oh, nein, nein! Oh! Jawoll! Das Tor war lucky, aber bis dahin war es gut gespielt. Wie steht's da? 2-1? Mir hat die Passerei auch besser gefallen als das Tor. Ja, das Tor war lucky. Ja. Nein, nein, nein. Das war sehr lucky, da durchzukommen. Boah, ey, da hab ich schon mit dem Tor. Aber Neuer hat echt Desinteresse, ne? Ja, voll, der hat keinen Bock, Alter. Guck, wie der freifliegt, Alter. Ja, vor allem, wohin? Er springt nach links anstatt nach rechts. Echt, was dann? Er guckt der Ball vorbei. Guck, boah, der wechselt mal den Beinfäller ein oder so. Ja, cheers. Ja, Prost. Den Prost, ey. Komm schon. Also jetzt habe ich gerade irgendwie... Na klar. Wohin? Wow, intensive erste Halbzeit, muss man sagen. Geile erste Halbzeit, Alter. Ohne Witz, richtig geil. Ich bin gerade richtig froh, dass wir das auch für YouTube aufnehmen, weil das ist eine geile Saison, Alter. Du hast gerade so erste Halbzeiten irgendwie, oder? Du hast es gerade mit ersten Halbzeiten. Das ist und 2-0. Ja! Geh, ey. Ja, wichtiges Tor. Chris, das war grade... Chris, was ist los mit dir, Mann? Aber gerade eben hat Chris dafür, dass er in Unterzahl war. Ich bin so strange, ich hau Freddy 4-0 weg und Chris gewinnt 3-1 gegen mich. Ja, das kann nicht sein, oder? Und Freddy 4-2-0 gegen. Was geht hier?
War es wichtig, dass ich da nachlege. Rüdiger, ich brauch dich. Alexis! Stark. Rüdiger, ich hab's... Dann hast du den Rüdiger auf 99 gepult? Ja, auf jeden Fall. Junge, wie steht's Scheiße. Bei euch? 2-1 für mich. Hä? Einwurf für mich? Aktuell wäre Freddy Erster. Ja, aktuell wäre Freddy Erster, absolut. Ernsthaft? Torverhältnis bin ich ja. Schon wieder. Ja, ja. Ist gut. Nee, du hast 9 Punkte, ich habe ja nur 6. Ach, ja? Echt? Ich führe doch. Ja, mega gut, dann kann ich mir sogar eine Niederlage gegen Junge erlauben gleich. Kommt drauf an, wie hoch die ist. Kommt drauf an, ob man erlauben sollte oder nicht. Ja, ich meine, ich spiele ja noch gegen Wolf. Und das ist ein sicherer Sieg, oder was? Marcelo, DS Doppelpack, jetzt fick ich dich! Oh, war das schön gespielt, Chris. Nein! Alter. Schade, dass ich nicht mehr in richtige Abschlussposition habe. Entschuldigung, aber mit Außenriss. Sag mal, du lässt dich von einem Marcelo Diaz auseinandernehmen, Wolf. Alter, schau dir schon wieder an, was Neuer macht, ohne Witz. Schau dir das doch nicht an, wenn ich selber gerade spiele. Würde ja wechseln, aber Chris hat... Ja, voll! Freddy, das sieht gut aus! Ja, ja, jetzt warte mal ab. Chris ist noch nicht durch hier. Da muss nur ein Tor schießen. Das kann ich nicht. Alter, der zieht doch. Unangenehm, ey. Es war kein Ziehen, aber da war ein bisschen mehr und da wäre möglicherweise in Kontakt und gefallen. Also das war knapp. Aber generell wird wenig gepfiffen heute, habe ich das Gefühl. Außer gegen ja, Chris, der irgendwie... Über uns, ne? Das sagst du gerade zu dem, der hat schon 2 Rote kassiert. Alter, er sweatet. Was heißt denn sweaten? Der Torwart war noch auf der Linie. Ich habe den Ball nur noch mal zu dem gelegt, der besseren Schuss hat. Es war an der Strafraumkante, da kannst du nicht von Svetten reden. Bitte dich. Hermann! 6 Meter vom Tor. Foul! Ja, aber Svetten ist. Komm, er wollte zum Ball. Ja, ist trotzdem faul, ich hab mich reingestellt. Ich weiß, was du meinst, aber ich hab einfach mal quergelegt. Alter, Marcelo Diaz macht das Spiel seines Lebens. Doppelpack gegen Deutschland. Warte, auch ich würde. Wechseln vor die Zeit. 3-0. Wenn er mal in echt so Tore gegen Neuer schießen würde. Hast du den Freistoß gesehen? Das hat gereicht. Alter. Hör auf, erwähne ihn bitte einfach gar nicht. Schön für euch, dass ihr drin geblieben seid, aber nächstes Mal bitte nicht. Okay, ich hab doch gar nicht angefangen. Warum fängst du jetzt an? Ruhig bleiben, nächstes Kollegen. Mal das ist heute nicht Thema. Einfach bitte 15. werden. Dann haben wir hallo. Ja, falsch. Wobei ich den Hamm... Oh Gott. Na, egal. Hey, jetzt hör doch auf! Okay, kann man machen, muss man nicht. Schöner Fall. Nee, muss man eigentlich nicht. Geh doch dahin, du dumme Nuss. War das geplant oder war das Missklick? Ja, ich wollte schon, aber sollte nicht unbedingt direkt auf den Mann, ey, schubsen. Das sah gefährlich aus, Chris. Ja, ich fiel nicht mit einberechnet, ne? Ne, ich hab nicht gedacht, also nicht, dass er so stark den Effekt macht, der Hermann. Meine Fresse, ey. Oh, Alexis? Alter, der Rüdiger, was ist mit dem Kerl eigentlich los? Okay, ich wollte gerade mal ein bisschen so safe bei Neuer. Was ist mit Neuer los? Neuer ist heute komisch. Also in dem Spiel jetzt. In dem Spiel ist echt komisch. Oh, das war schon wieder gute Möglichkeit. Komm! Wobei ich finde, das dritte Tor ist noch das, wo er am. Ja, das war noch das logischste und beste, sag ich mal. Oh Gott, das war. Oh, das war nicht, glaube ich, so gut, oder? Oder? Das war Glück, der hat Pech gehabt, dass er zur Seite ist. Oh, der Oma, der rettet mich, der Oma. Komm, Alexis! Jetzt ist Rüdiger. Nein. Jetzt, und wenn Rüdiger weg ist, dann hält den keiner mehr. Alexis! Come on, Alexis! Neuer kann eh nichts! Huh? Auf einmal kann der wieder was. Naja. Ach, weißt du was? Der Mann hat heute richtig Interesse. Oh. Das war eine dumme Idee von mir. Das war zu viel, Marcelo. Nee. Oh, ja, Mann. Ja, da sind die Krieger aus Chile. Oh. Fußball spielen können sie aber nicht so. Zumindest den Fußball, den ich spielen will. Warum habe ich eigentlich übrigens die Kampfmannschaft genommen? Jawohl, Arturo. Ah, Arturo darf das wieder, ey. Ja, Koi. Das kann man pfeifen, das muss man aber nicht pfeifen. Sich einer verletzt, spielt den Ball ins Aus, Chris. Unsportlich. Echt mal. Ey, bei mir ist ja einer verletzt, Wolf. Da hinten siehst du mal auf die Seite, Mann! Fuck, ey. Ja, komm, ganz locker runterspielen, Jungs. Ja, komm, seine Pussy-Gretchen kommen jetzt auch nicht mehr zur Geltung. Sagte er und ist, na gut, Rüdiger. Aber Marcelo hat heute Bock. Marcelo hat... Ich will noch auswechseln, Chris. Lass mal starten. Ey! Komm, bitte. Reus! Ah, stark. Stark verteidigt. Die Krieger aus Chile.
Stark verteidigt, wirklich. 3-0 gegen Chris. So läuft's im Business. Gibt's doch nicht. Chris! Bei dieser Saison. Ich schlag Friedi 4-0, Chris schlägt mich 3-1 und Friedi schlägt Chris 3-0. Und 1-0. Oh, oh. Torwart, bleib im Tor. Das ist unfassbar, ich krieg zu viel, ey. Ja, das hat er verletzt, natürlich. Benteke, Superstar. Und ich habe schon wieder den Pokal gewonnen. Er gewinnt heute alle Pokale. Abseits! Bitte! Yes! Komm, komm! Wieder! Wieder in der 89. Wieder! Ja, wie gegen Friedi? Wie gegen Friedi? Hat eben was schon. Abseits. Ja. Ach, Kacke. Das war übrigens... Was war das? Der saure Rute war das für dich. Was beschwert er sich denn, der Bravo? Ja, das war abgefälscht. Das war Bullshit. Das war nicht Bravo. Schweini ist verletzt. Ja, jetzt bringt's auch nichts mehr, Schweini. Es tut mir leid. EM-Finale 2014, der macht's einfach wieder. Ist der Daumen oben, wird man dich loben. Isla. Oh, nur 3 Minuten habe ich keine Chance mehr, ey. Oh, nein. Oder? Nein, oder? Nein. Komm, bitte. Nein. Bei Gott, Reus. Lauf wieder noch nie gelaufen. Ach, ja! Fuck off. The Revenge! I told you so! Muss ich gegen Jung punkten, der leider gerade auftritt. Hello, Diaz! Jung dreht auf. Jetzt habe ich richtig Angst für den nächsten Spiel, ey. Ja, pass auf, und jetzt verliere ich gegen dich. Genau jetzt verliere ich gegen dich. Das wäre so klassisch für diesen Spiel. Das wäre Debüt. Das wäre Debüt zwischen uns. Dass ich gegen dich verliere. Wieder 2-3, das gibt's doch nicht. Ich habe noch nie gegen dich verloren, Friedi. Und genau jetzt verliere ich gegen dich. Aber dann wäre es mir egal. Dann ist Friedi in Führung. Das ist nicht in Ordnung.